Der wird schlafen wie ein Baby heute. Oh, zerstört. Funktionieren die noch? Hast du es gespürt? Ich spüre das sogar in den Waden gerade. Das ist Wahnsinn. Os, erzähl mal, Bruder, warum bist du da heute? Ich wollte einfach mal so ein Gesamtreset haben von dir. Hast du irgendwas, worauf ich achten muss? Nein. Alles original bei dir? Alles noch original. Nichts verändert, nichts vergrößert, nichts verkleinert? Nein. Hast du irgendwelche Ersatzteile? Auch nicht. Tut das weh? Nein. Das hier? Nein. Geht, ja? Mach mal so einen Buckel nach vorne. Das? Oh ja. Das tut weh? Geht, ja? Mhm. Hier? Mhm. Okay, was ist schlimmer? Rechts, links? Rechts. Rechts ist schlimmer. Gib mal deinen Arm bitte. Ziehst du dann hier so rüber, machst deinen Kopf hier runter und drückst hier rein. Okay? Mhm. So, nicht übertreiben, aber dann so ein paar Dehnübungen noch zusätzlich machen. Das Problem ist nämlich folgendes, da das ja weh tut, lässt man dann nämlich niemanden dran. Ja, das tut mir so weh, ja. Und dann lässt man dann niemanden dran und dann verklebt das immer mehr. Und wenn das immer mehr verklebt, dann wandert das von hier oben so richtig nach unten. Lass mal bitte locker. Mhm. Achtung. Und. Zack. Mhm. Alles okay? Jo. Jetzt gehe ich mal kurz an deine Ringerohren dran, ja? Mhm. Lass mal gucken. Achtung. Und? Dann guck mal nach links, bitte. Jawohl, schön locker lassen, ja? Genau so. Oh, von alleine. Sorry, war jetzt keine Absicht. Aber das war Absicht. Guck mal nach rechts, bitte. Schön locker lassen. Jawohl, perfekt. Sehr gut. Ja, guck mal, da ist nichts. Ja, da ist nichts. Es geht richtig in die Beine, habe ich gesagt. In die Beine? Ja, in die Oberschenkel. Merkst du? Das ist das, was ich gemeint habe. Das ist der Unterschied. Spezifisch oder ganzheitlich? So, dann bleib mal so, bitte. Die Hände auf deinen Nacken. Ineinander die Finger, bitte. Okay, pass auf, mein Lieber. Nicht zu drücken, ja? Bleib einfach locker. Und ausatmen. Achtung. Ja, nicht, dass ich aus Versehen ausatme. Achtung und jawohl. Tief einatmen und ausatmen. Komm. Einmal umdrehen. So liegen bleiben. Einatmen, ausatmen. Der wird schlafen wie ein Baby heute, das verspreche ich dir. Und aus. Und nochmal, komm, ein. Und aus. Und nochmal. Komm. So, wann hast du das letzte Mal sowas gemacht? Oh, noch nie. Warum war der heute erste Mal? Ja, wirklich. Wie alt bist du? 36. Ich drück rein, du drückst raus. Komm, nach außen pressen. Press. Sehr gut. Jetzt nach innen pressen. Oh, zerstört. Funktionieren die noch? Oh. Kopf anheben und runter. Mund bitte geschlossen halten. Nur noch mit der Nase tief einatmen. Mit der Nase ausatmen. Und nochmal einatmen und ausatmen. Und nochmal Kopf. Alles okay? Ja. Hast du es gespürt? Glaube ich kein Wort.
3, 2, 1, komm hoch. Ja. So, warte kurz. Oh, es fühlt sich sehr leicht an. Sehr leicht. Wirklich vom Kopf bis Fuß. Hast du endlich das Gefühl, dass dieses 10-Kilo-Rucksack weg ist? Ja. Ich spüre das sogar in den Waden gerade. Das ist Wahnsinn. Und die Atmung ist besser, komischerweise. Du kommst viel tiefer rein. Aber ich bin total unvoreingenommen gekommen. Ich wollte es einfach mal ausprobieren, weil ich das eigentlich auch nur so übers Internet kannte. Okay. Und ich hatte aber auch so ein bisschen Einschränkungen gehabt, so gerade hier so im Halswirbelbereich, auch ein bisschen durch den Sport bedingt. Und deshalb wollte ich es einfach mal ausprobieren. Und hast du mir auch erzählt gehabt, dass du so manchmal so Atembeschwerden hast oder Herzstechen? Das ist richtig. Also ich konnte nicht so tief einatmen, dieses bedrückt. Aber das hat sich jetzt gerade hier gelöst. Also ich fühle mich gerade sehr frei nach der Behandlung. Es ist so, wie als ob du halt wirklich so ein bisschen Gewicht abgelegt hast. Die Atmung ist wesentlich einfacher. Du kannst viel tiefer einatmen und du bist einfach generell. Es fühlt sich wie nach einem Saunagang an. Nackenverspannungen sehr häufig. Nacken extrem, auch beim Schlafen. Ich habe zwar so ein orthopädisches Kissen, aber das ist... Man muss es ausprobieren. Also nicht jeder Kissen ist für jeden geeignet. Da muss jeder für sich selbst gucken. Mhm. War das erste Mal, ne? Das war das erste Mal, ja. Warst du noch nie bei mir gewesen? Nein. Hast du generell dich schon mal einrenken lassen? Noch nie. Ich wüsste auch gar nicht wo, aber jetzt hat man ja eine relativ gute Anlaufstelle. Also. Und ganz wichtig, wie gesagt, dass es auch länger anhält. Klar, selbstverständlich, je nach Lebensstil, das du hast, kann es sofort wieder zurückkommen. Also muss jetzt nicht eine Woche halten, kann auch 2 Wochen. Es gibt aber durchaus Patienten, die das ein Jahr lang so haben, wie du es jetzt gerade hast. Aber gibt es einen Turnus, den du so empfiehlst, wo du sagst... Jeder selber. Jeder muss also immer, wie du dich quasi fühlst, solltest du dann quasi das in Anspruch nehmen. Erste, was ich dir sagen würde, wäre, zieh dir ein Unterhemd an. Du hast kein Unterhemd an. Das ist richtig. Du solltest ein Unterhemd anziehen. Und alle 20 Jahre verringert sich der Zellenaufbau um die Hälfte. Das heißt, wir werden älter. So, du bist aber keine 20 mehr. Okay? Und du merkst dann, dass der Körper dann irgendwann nicht mehr so mitmacht, wie es früher mitgemacht hat. Unterhemd ganz wichtig, vor allem jetzt bei solchem Wetter, wo Wind und so, und du hebst deine Hand hoch und dann kommt so ein leichter Luftzug und dann zack geht's dann runter. Unterhemdkontrolle? Da wirst du nichts sehen. Hier musst du kontrollieren. Guck. Tatsache. Original typische Unterhemd mit so Streifen, weißen Streifen. Das sind so Kleinigkeiten, eigentlich ganz einfache Kleinigkeiten, aber man denkt nicht dran. Man weiß es, aber man macht es nicht. Ja. Bis es dann irgendwann zu spät ist. Also Gesundheit bewahren, anstatt versuchen, die Gesundheit zurückzuerlangen. Mhm. Und in die Gesundheit zu investieren, wird enorme Vorteile bringen. Bleib gesund, bis zum nächsten Video und bis dann. Tschüss.